Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arctuent. Und wir waren ja, ganz ruhig. Wir waren ja mal wieder in der Waldschenke stehen geblieben. Nehmen dann nachher auch nochmal ein paar Aufträge an. Allerdings müssen wir wirklich erstmal irgendwo Schmiede mehr kriegen. Das ging hier in der Gegend ja eher weniger. Und das bedeutet, dass wir uns erstmal eine Gegend suchen müssen, wo wir dann welche herkriegen können. Und es gab doch hier unten ein Boot, genau da. Ich hoffe jedenfalls, dass wir da in eine schönere Stadt kommen können. Mal verkaufen wir da ein paar Sachen und kaufen ein paar Schmiedehämmer. Übrigens die Höhle da werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen, obwohl wahrscheinlich werde ich sie vergessen, aber ich sollte sie nicht vergessen. So, ich möchte reisen. Hier geht es nur zum südlichen Grenztor. Ist doch ein Witz. Es gibt natürlich entweder eine Möglichkeit, vielleicht können wir von hier aus ja weiterreisen. Müssen einfach nur umsteigen sozusagen. Also gibt es auf jeden Fall. Das scheint mir auch mitten in der Pampa zu liegen. Aber gucken wir mal. Nee, das ist hier wirklich mitten im Nix, oder? Obwohl, nee, ist es doch nicht. Da sieht man schon den Rauch. Ich weiß, ob es hier auch einen Händler gibt. Oder eine Möglichkeit, über diesen Zaun zu kommen. Ja, bitte, geht doch. So, was haben wir hier? Eine Grenzhütte, super. So, hier. Das hatten wir schon mal. Bringt uns dann natürlich auch nichts. Sehr schade natürlich. Jetzt überlege ich gerade, wir können natürlich von hier aus zu dem Vorgehen eventuell. Ich glaube, sonst machen wir das einfach mal. Wir gehen zum Vor. Und da gibt es ja hoffentlich jemanden, der was Schönes verkaufen kann. Oder wir gehen natürlich nochmal nach Stormwind rein. Das wäre die andere Möglichkeit, aber das Vor ist einfach näher dran. Deshalb auf zum Vor. Das steht hier nämlich sofort schon. Ne, tut's nicht. Was steht denn hier? Ist das auch noch Teil des südlichen Grenzlandes oder wie? Sieht so aus. Ja, Befestigungsanlagen sind natürlich immer gut, wenn es um Waffen geht und so. Ach, das hier ist das eigentliche Grenztor. Das ist ja dann mal interessant. Gibt aber auch keinen Eingang rein, leider. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir wollen über diese Brücke, nicht über diese. Ja, genau. Jedenfalls hoffe ich, dass das auch jetzt so stimmt. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was es so im Wildland gibt. Bestimmt gab es auch in der Waldschenke irgendwo so einen Händler, der mir Schmiedehämmer verkauft hätte. Und das habe ich nur wieder nicht mitgekriegt. Aber naja, ein bisschen Fußmarsch ist ja auch nicht so schlecht. Und hier lang möchte ich nicht, hier lang möchte ich. Übrigens, gestern kam keine Folge. Das liegt dann meistens, wie in diesem Fall, daran, dass ich nicht so eine wirklich gute Internetverbindung habe. Das heißt, ich kann nicht sofort, sobald ich was aufgenommen habe, das sofort hochladen, sondern es braucht wirklich erst so seine Zeit. Und deshalb kann es eben sein, dass mal einen Tag keine Folge kommt. Und ich hoffe, ihr entschuldigt das auch. So, hier haben wir einen Brunnen. Also nicht den See meine ich, sondern ich meine den Brunnen hier. Und hier haben wir auch ein paar Häuser. Weil wir hier jetzt auch schon wieder am Vor sind. Eine Holztür, die sich nicht öffnen lässt.
Meine Güte, den haben sie an der Tür genagelt. Eieieiei. Wow, was, wer bist du denn? Oder was, wer seid ihr denn? Ihr seid der Grund für den Heilzauber, glaube ich. Ich habe doch keine Chance gegen die. Ich habe wirklich keine Chance gegen die. Na los, zaubern. Oder einen Trank schlucken, das ginge selbstverständlich auch. So, sehr gut. Dann nochmal ein paar Mal zuschlagen. Meine Güte, die sind aber auch schnell. Das heißt, die müssen jetzt sterben. Gibt's doch gar nicht. Oh, komm, ich brauche den Heilzauber. Sehr gut, nochmal. Das überlebe ich hier nicht mehr. Ich muss hier weg. Meine Güte. Ich brauche vor allem noch mal einen Heiltrank. Und ich sollte eine Armbrust in die Hand nehmen. Ah, ich habe noch 15 Bolzen. Und zack. Dann wieder wegrennen. Ein Pfeil abschießen. Dann wieder wegrennen. Sowieso Schwachsinn, was ich hier mache. Ich hoffe, es gibt hier jetzt einen Eingang rein. Und dass ich hier drin halbwegs sicher bin. Was auch immer das jetzt hier eigentlich für eine Sache ist. Ich hoffe, sie ist zivilisiert. So, damit müssen die schon mal einen Umweg laufen. Das Ding hier ist auch komplett leer. Hier ist nichts. Oder ist hier doch was? Nicht, dass ich jetzt vom Regen in die Traufe komme. Aber hier sieht es zivilisierter aus. Okay, dann gehen wir einfach mal hier in den Bergfried. Obwohl, hier gab es absolut nichts, ne? Hier waren wir schon mal drin. Ja, die sollen mir ja jetzt mal nicht auf den Nerven gehen hier. Ich frage mich gerade. Ne, hier finde ich wahrscheinlich auch keinen einzigen Händler. Hier ist Jonas. Ey, Jonas. Doch, hier ist ein Händler. Der jetzt schon mal Heiltränke verkaufen könnte. Und der natürlich auch so ein bisschen Zeug von uns noch nimmt. Ja, was haben wir sonst noch Gutes? Ädra und Dädra haben wir noch. Das Schwert haben wir eigentlich auch noch. Ich glaube mal nicht, dass das auch so wichtig werden wird. Und das Ganze für 1212. Das kann er sich überhaupt nicht leisten. Der ist total pleite, der Mann. Dann sollte ich vielleicht vorher mal denken. Dann für 300. Sehr gut. Ja, der Kommandant. Das sind alles nur Soldaten, normale hier. Der auch. Wow, meine Grenzwache, voll die Abwechslung. Gut, dann müssen wir wohl doch nach Stormwind und da zur Schmiede gehen. Frage ist halt nur, ob wir so schnell nach Stormwind kommen. Dann überlege ich gerade, ob wir in Stormwind auch nochmal zur Klerikergilde gehen. Den Auftrag für die haben wir zwar noch nicht abgeschlossen. Oder haben wir ihn doch abgeschlossen? Den haben wir noch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht gibt es da noch einen interessanten Zauber. Irgendwas in Richtung Markieren und Rückkehr wäre ja super. Weil dann würde ich mir hier Laufwege ersparen. Ich laufe gerade wieder komplett falsch, oder? Obwohl.
Ne, von da aus komme ich doch nie im Leben gleich rechts. Ach, wir gucken einfach mal, wohin ich hier komme. Irgendwo werden wir schon ankommen. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Weil hier in der Umgebung waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich könnte mich jetzt jedenfalls nicht so daran erinnern. Ne, das ist kompletter Quatsch, wo ich hier herlaufe. Kann ich vielleicht da unten irgendwo lang? Ich glaube, das probiere ich mal. Obwohl, damit riskiere ich recht viel. Die Planke ist eben so einladend dafür. Ich will jetzt einmal runterspringen. Also einmal speichern, dann springen und bitte nicht sterben, bitte nicht. Sehr gut. Heißt nur noch mal eben schnell an Land kommen. Wollen vielleicht nebenbei mal gucken, wie hier so die Unterwasserwelt aussieht. Hängt da was? Ach, das ist ein Schlachterfisch oder nicht? Ne, ein kleiner Fisch. Ich weiß ja gar nicht, ob es hier Schlachterfische überhaupt gibt. Aber an dem hat sich jetzt Langwaffe verbessert und wir brauchen Luft. Na, wollte hier gerade noch einer was? Irgendwer? Nein? Dann okay. So, was. Ach, hier war direkt der Grenzübergang. Oder nicht? Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Doch, das war hier mit dem Fischhändler und so. Ich bin jetzt auch mal recht gespannt, ob die uns hier so durchlassen. Das möchte ich jetzt nochmal eben schnell auch gucken. Oder ob wir wieder mit dem Fischer reden müssen. Weil wir waren ja jetzt eigentlich schon mal drüben. Also Leute, ich darf ja wohl. Wie seid ihr denn über die ganze gekommen? Ja, ich bin auf jeden Fall einmal drüber gekommen. Das heißt, ich darf so jetzt hier durch. Ja, sehr gut. Und sonst würde ich mal sagen, wir sehen uns. Okay, ich bin einen kleinen Umweg gelaufen. Aber auch nur einen ganz kleinen. Wie habe ich das denn gekriegt? Egal. Manchmal ist meine Dummheit auch unübertroffen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir kennen den Weg ja hier schon. Deshalb beschleunige ich an dieser Stelle mal ganz kurz das Video, okay? Dann bis gleich. So, damit werden wir jetzt hier wieder in der Stadt und gehen dann erstmal hier zum Abenteurerbedarf. Weil der ja hoffentlich alles hat, was wir jetzt so gut gebrauchen könnten. Na, überzeugen möchte ich ihn weniger. Der hat ganz schön viele Lorumruhen. Aber er hat auch Reparaturwerkzeug. 6 Hämmer hat er. Ja, gucken wir mal, dass wir an den jetzt nochmal ein bisschen Zeug verkaufen. Weil der hat Geld. Und das auch nicht gerade wenig, so wie es aussieht. So, die Schuppen können weg. Die Schilder können weg. Und. Ja, ansonsten sagen wir für 500. So, sehr gut. Damit wäre das schon mal geklärt. Dann können wir jetzt eben auch mal das Zeug reparieren. So.
Gut, dann gucken wir anschließend jetzt. Ja, wir gucken nochmal in der Klerikergilde vorbei. Was die da nochmal für Zauber haben. Ich muss jetzt auch eben nochmal die Schulterplatte wieder anlegen. Wo gehst du denn nochmal zur Klerikergilde? Da haben wir noch die Kirche. Aber wir könnten auch in die Kirche gehen, da gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die Zauber verkaufen. Was war hier nochmal das Theater? Das Theater ist bestimmt irgendwann auch nochmal hochinteressant, aber. Nee, jetzt erstmal nicht. So, wen haben wir denn hier? Hier ist im Moment sowieso noch eine Menge Rumgebaue. Ich glaube, der kann mir nicht helfen. Gut. In diesem Fall hatte der eigentlich nochmal irgendwas Schönes. Ach, ich will Ausbildung gucken. Nee, nicht wirklich. Die Wiederherstellung könnte uns ausbilden. Das wäre wohl das, was wir auch noch am ehesten gebrauchen könnten. Und soweit, gucken wir nochmal hier. Er verkauft ja erstmal sowieso nichts. Ja, der verkauft auch keine Zauber. Ich hatte hier natürlich auch schon mal geguckt, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Den können wir zum Beispiel schon mal ganz gut gebrauchen. Brillanter Amboss ist auch noch ganz nett. Hat der auch noch was für Feilschen? Hat der auch noch was? Das ist auch gut. Schild, Todesstoß, ne. Nein, nein. Oh, Geschicklichkeit, ja, stimmt, brauchen wir eigentlich alles nicht. Gewöhnlich Krankheiten heilen können wir schon auf uns selbst. Gift neutralisieren vielleicht. Ach, jetzt hat das alles auch nochmal hier in 20.000 Abstufungen. Aber ist egal. Der hat auch nichts, obwohl er hoher Kleriker ist. Und hier gibt es nur Schlafräume, wie es aussieht. Ja, hier gibt es wirklich nur Schlafräume. Gut, egal, ich habe die Folge jetzt eigentlich schon wieder überzogen. War nicht ganz so spannend, die Folge vor allem. Aber dafür wird das vielleicht mit den nächsten Folgen wieder. Vielleicht machen wir erst nochmal ein bisschen was in Stormwind, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Gucken wir uns ein bisschen um, gehen nochmal zum Hafenviertel. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dann, euch schönen Tag und ciao.